Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei Foundation auf dem SimCities-Kanal. Ich bin der Patrick und wir sind hier voll bei Foundations drin. Wir haben jetzt neues Land erschlossen und ich bin dabei, hier ein neues Außenlager aufzubauen. Die Materialien dafür sind schon da. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Haben wir, sind genug Baumeister da? Also irgendwie habe ich das Gefühl... Ja, tatsächlich, wir können sogar noch einen reinsetzen. Ja, dann machen wir das doch mal. Wir haben einen Haufen arbeitslose Leute. Da muss doch was gehen. So, wir fangen jetzt richtig dick an zu expandieren. Das ist der große Plan. Ich habe das mit der Stoffproduktion zwar immer noch nicht raus, aber... Muss doch irgendwie gehen. Warte mal, wie? Nee, auch nicht. Das ist irgendwie komisch. Muss das irgendwie nochmal... Yay! Hölzerne Wehrturm. Er ist weiter ausgebaut. Wir werden uns tatsächlich nochmal neue... Immer wieder mal einen Soldaten schnappen, den wir dazu setzen. So, ein Bote wünscht eine Audienz. Wollen wir doch mal Folge lassen. Wollen wir noch mal gucken, wo ist denn der Gute? Da steht er. So, mein Lord, wem wollt ihr helfen? Lieferung von Fisch. Ich habe keinen Fisch. Ja, tut mir leid, Leute. Alles für mich. Ich habe keinen Fisch. Ich kann nichts liefern, was ich nicht besitze. Das tut mir ja leid, aber das wird... Was? Militärmission? Habe ich dann übrigens schon wieder neue Schwerter? Sag mal. Nee. Schwerter habe ich nicht. Okay. Das heißt, ich könnte theoretisch gesehen jetzt auch die beiden neuen... Oh, guck mal hier, die übt. Cool. Auch nicht ausrüsten, ne? Ich habe schlichtweg keine Schwerter. Ja, sei es drum. Erstmal bräuchten wir ja sowieso Eisen. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was wir bauen können. Im Moment machen wir tatsächlich Minus. Das gefällt mir nicht ganz so. Was wir machen, ist nochmal einen Marktplatz. Hier oben. Auch nochmal von... Was? Wir erwarten schlechtes Wetter, mein Herr. Die Vorhersagen, es ist Unwetter empfehlen. Viele Leben anzuhäufen, solange das Wetter... okay. Ja. Okay, unsere Brotproduktion läuft. Wir haben mehr Brot als Bären. So ist es nicht. Ich werde hier jetzt mal einen Lebensmittelstand aufbauen. Mit einem blauen Zelt. Ach nee, das blaue... Kann man das da drüber setzen? Wäre ja irgendwie cool, oder? Hey, komm! Lassen wir den Spielkram sein. Ich hab nicht gut. Ich habe gerade nicht das Geld für solch einen Spielkram, muss ich gestehen. So, Lebensmittelstand. Da. So. Das bauen wir auch. Genau. Jetzt haben die Baumeister natürlich erstmal gut zu tun. Erstmal ein neues Außenlager errichten. Da hinten irgendwo. Dann. Hier nochmal einen neuen Lebensmittelstand. Warum hier immer noch keiner hinziehen will, verstehe ich immer noch nicht. Aber na gut. Wohngebiet. Ist auch Wohngebiet, ne? Nicht, dass das hier eigentlich irgendwas anderes ist. Nun gut. So. Also, ne? Wenn das jetzt nicht langt, dann weiß ich auch nicht weiter. Leute. So, neue Militärmission verfügbar. Trainieren die denn fleißig jetzt hier? Steigen die auch Stufen auf? Sag mal her. Kann ich da was sehen? Alles noch
Alles so Stufe 1. Oh, ich habe noch drei Arbeitslose, ne? Ja, ja, ja. Ich führe da gerade einen Haufen Nichtsnutzer durch. Verdammt. So. Hier kann ich noch einen Sammler zuweisen. Das tun wir. Wie sieht das hier aus? Der hat seine drei Sammler, ne? Ja, genau. Gut. Sehr schön. Wunderbar. Was haben wir denn so alles auf Lager? Stoffe haben wir auf Lager, Bretter, Werkzeuge. Blablabla. Zimmermänner haben wir genug. Holzfäller haben wir Vollauslastung. Sehr schön. Wichtig, wichtig und richtig. Ja, den werde ich demnächst ausbauen. Marktplatz gebaut. Sehr schön. Dann können wir hier gleich auch nochmal einen Händler zuweisen. Zack. Und der... geh weg. Ressource zuweisen. Brot. Zack. Dann wird hier oben Brot gehandelt. So. Das ist doch mal was. Dann gibt es jetzt nicht nur hier unten, sondern auch da oben Brot. Eine weitere Möglichkeit für uns, Geld zu verdienen. So, das Lager ist fertig. Das ist super. Das ist sogar sehr super. Jetzt können wir rein theoretisch nochmal einen Träger mit reinnehmen. Möchte ich aber gerade noch nicht. Ich glaube... Warte mal. Ich kann ja mal... wo ist das Lager? Hier. Ta-ta-ta-ta-ta. Okay, merken wir uns den Namen Ort. Ordnant. Gehen wir mal hier zu dem Lager hier unten. Dann wird der gute Ordnant nämlich hier runtergebracht. Träger zu weisen. Wo heißt er? Wo ist er? Da ist er. Den nehmen wir. So. Der wird jetzt hier runtergehen. Damit er das hier so ein bisschen im Auge hat. Dann möchte ich. So, jetzt wird es. Oh, nochmal ein Einwohner mehr. Das ist sehr schön. Holzfäller bauen wir. Dann, jetzt wird hier, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier richtig Hacken Stoffgas geben. dann möchte ich hier definitiv haben den Köhler. Bauen. Boah, was braucht der? Achso, okay. Oh, da steht er. Ordnung. So. Und wo ist denn Steinmetz? Wie kriege ich jetzt die Mineralien da raus? Das ist ja jetzt eigentlich die Hauptfrage, oder? Wie bekomme ich jetzt das Eisenerz? Benötigt im Forsthaus. Sägewerk. Köhler stellt aus Holz her. Okay, soweit so gut. Schmiede. Okay, soweit so gut. Frage ist doch aber trotzdem, wie kriege ich das Eisenerz bzw. die Mineralien daraus? Das ist jetzt so... Warte mal, muss ich da was freischalten? Mal kurz gucken. Waffenschmiede? Nein, brauche ich jetzt nicht. Hecke, Herrenhaus, Handelsbonus. Fischerhütte, Hecke, Skulptur, Kirche, niedrige Steinmauer, Jagdhütte, hölzerner Wirtum, Zierelement, Waffenschmiede. Also ich könnte da jetzt nichts sehen, wo ich sagen würde, so, ja, das brauche ich, damit ich das bauen kann. Der Holzfäller ist fertig, das ist sehr schön. Dann kann ich auch gleich... mal einen zuweisen. Ich habe ja noch zwei Arbeitslose. Muss ich hier... Ich überlege gerade, brauche ich hier hinten einen Brunnen?
Ja, eigentlich nicht, ne? Hier vorne ist ja einer. Stellt zwei Bretter aus zwei Holz her. Ja, okay. Steinbruch. Produziert Stein. Ja, okay. Und wer kloppt mir die Mineralien auseinander? Stellt Kohle aus einem Holz her. Okay. Steinmetz. Okay. Stellt ein Eisen aus einem Kohle und zwei Eisenerz her. Fassbinder. Ja, den Fassbinder brauche ich gar nicht. Schmiede. Stellt ein Werkzeug aus einem Kohle und einem Eisen her. Alles soweit schick und hübsch. Hilfe! Da müssen wir mal kurz an der Hilfe gucken. Förderung, Behausung, Märkte, Handel, Gebäude freischalten. Mineralienabbau, da! Nachdem ja Mineralvorkommen erkundet wurde, kann eine Mine angelegt werden. LOL, das muss ich erst erkunden. Wenn ich das anklicken, das Mineralvorkommen, sehe ich das Mineralvorkommen. Muss ich darauf? Ja, okay. Obviously habe ich es noch nicht erkundet. Habe ich hier wird umworben. Oh Gott. Okay, irgendwie ist das noch nicht so ganz. Ja, also ich muss das Mineralienvorkommen erstmal erkunden und dann kann ich daran eine Mine anlegen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Du kannst jetzt schon mal Holz haben. Dann. Ja. Das muss man ja auch erstmal wissen. Okay, also. Mineralien muss ich erstmal erkunden, die Mine. Beziehungsweise das Vorkommen. Gut. Das sollte eigentlich ja nicht die Schwierigkeit sein. Boah, hab ich Brote. Gott, oh Gott. Kann ich dich verhökern, sag mal? Brot. Wo waren das noch? Ressourcen. Ressourcen? Handel. Ja. Brot. So, gucken wir. Machen wir mal bis... 100? Ich meine, wir haben 200 Brot. Komm, 100 sollte ja wohl lang, oder? Dann können wir den Rest verkaufen. So, machen wir. Muss ja auch ein bisschen Geld verdienen, ne? ich meine, wenn wir sowas schon in Massen produzieren, dann warum sollten wir daraus nicht unser Geld scheffeln? Das wäre ja blödsinnig, wenn wir das nicht tun würden. Und wir haben nette Nebeneinkünfte in dem Fall dann auch. So. Gut, hier wird die Köhlerei gebaut. Wer bist du? Achso, das stimmt ja. Unsere, achso. Drei neue. Ah, hallo. Ich habe gar nicht so viel Dings hier. ah, genau. Warte mal. Punkt du. Freischaltung. War da nicht was mit Fischhüttel? Ah, dann brauche ich mehr Leibeigene. Okay. Ja, ich muss auf den nächsten Monat tatsächlich warten. Viele Neueinkömmlinge befördern. Vielleicht ist es gar nicht mal blöd, bis da ein bisschen Geld anzuhäufen. Lagerplatz ist voll. Hier. Ja, das Brot ist... Wir haben too much Brot. Ich meine, es soll ja nicht schlecht sein.
Aber ist halt ein bisschen viel. So, jetzt müssen wir also einfach nur noch das Mineralvorkommen erkunden. Okay. So, die wird immer noch da umworben von dem Tüllüter. Vielleicht kann ich hier ja noch mal ein bisschen was ranzimmern. Lol, ich kann zweites Vogtbüro aufbauen? Oder zweites Herrenhaus, besser gesagt? Ich kann das da ransetzen. Also als Anbau oder was? LOL! Okay. Und die benötigten Mineralien sind ja ein Witz dafür. Was haben wir hier? Ein Turm. Den machen wir hier ran, oder? Lassen wir das mal so richtig. Hau mal so richtig auf den Putz. gibt's hier noch eine Art Nebeneingang, sag mal? Nö, das jetzt nicht, aber na gut. Bereit zum Bau. Jo. Dann würde ich sagen, bauen, nicht wahr? Jo, wird gebaut. Na dann. Dann haben wir demnächst ein mega pompöses Herrenhaus. Okay. Ja, das Machtzentrum muss ja, ne? Das muss ja solide sein. So, oh, hier hinten gibt es Stein. Da kann ich Stein abklöppeln ohne Ende. Ja, in dieser Folge glaube ich nicht allzu viel geschafft. Doch, wir haben wir bauen unser Machtzentrum aus. Ja? Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns mal die Militärmission an. Haben wir denn schon Stufe 2 Soldaten? Ne, haben wir nicht. Ich habe definitiv zu viele Arbeitslose, ja. Dann machen wir nochmal einen zum Soldaten. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir wieder Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst das Abonnieren nicht, da verpasst ihr keine weitere Folgen mehr. Und dann sehen wir uns definitiv wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.